willkommen zum neuen Prüfstandsvideo. Und zwar Prüfstandsvideo Nummer 3. Wir haben jetzt wieder mal ein paar Autos oder werden jetzt wieder mal ein paar Autos sammeln. Unser erster Kollege ist der hier. Den kennt er schon aus dem Video Vanos. Vanos getauscht. Pleulager gemacht und so ein Kram. Den hatten wir schon gemessen. Das heißt, den haben wir jetzt einfach nur noch mit da reingenommen, weil das an dem Tag hat quasi das Prüfstandsvideo angefangen. Und das haben wir dann über die ganze Woche verteilt und haben dann quasi so ein paar Zusammenschnitte von mehreren Autos gemacht. Also Prüfstandsvideo theoretischerweise quasi so wie die anderen beiden. Kundenfahrzeuge sind bei uns entweder zwecks Termin, weil die Kunden ihre Autos gerne gemessen haben wollen. Dann werden die Kunden vielleicht auch dabei sein. Das müssen wir mal gucken. Oder Autos werden vorbeigebracht oder Autos sind schon hier zwecks Motorinstallation und laufen noch und möchten quasi vorher einfach mal die Leistung gemessen haben. Das heißt, wir werden, wie gerade jetzt schon gesagt, so ein paar Autos mit zusammen sammeln. E39 M5, damit fängt es an. 5 Liter Hubraum, Sauger, kein Turbolader, kein Kompressor, 400 PS, schaltgetrieben, bekommt, wie gesagt, von uns ja... wenn ihr das Video jetzt gesehen habt, hat das Auto jetzt von uns bekommen. Einmal Vanos, einmal Pleulager. Kunde wollte das Auto sowieso einmal vorher gemessen haben. Der gute alte S62, so gut wie unkaputtbar. Klar, haben wir mal so ein bisschen Kettenprobleme in diesem U in der Mitte. Wir haben jetzt auch schon Blockdurchschüsse gehabt, zwecks Lagerschaden oder Ölmangel, wie auch immer. Auf jeden Fall Pleuel abgerissen und durch den Block geschlagen. Der ist echt noch richtig gut im Saft. Sehr, sehr schönes Auto. Ich weiß nicht, warum ich die Haube jetzt zugemacht habe. So sieht der ganze Gefährt von innen aus. Also hier sieht man tatsächlich keine Macke in der Felge, gar nichts. Als wenn das wirklich eine neue Felge wäre. Der Lack ist picobello. Also ich glaube, es gab so ein paar, kann man jetzt durch den Regen halt leider nicht so sehen, ein paar Ecken und Kanten, die er, glaube ich, nachlackieren wollte. Weil er will den Wagen einfach in einem perfekten Zustand haben, obwohl er ja eigentlich schon in einem perfekten Zustand ist, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Mein Favoritenauto, ich habe auch noch so ein Auto, habe ich mal günstig gekauft, mit Motorschaden, steht noch drüben in der Halle. Da gibt es auf jeden Fall auch noch mal ein gesondertes Video. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr dazu kommen werde, das Auto mal fertig zu machen. Ich denke, gegebenenfalls auf jeden Fall mal den Motor ausbauen, mal gucken, was da ist, weil da ist, soweit ich weiß, auch Pleuelabriss passiert. Also richtig Kernschrott, war die Stoßstange hin, ist kaputt, die fehlt. Die Spiegel, da war ein Spiegelglas kaputt, Scheinwerfer vorne war gerissen. Ich denke mal, das kriegt man auch noch, habe ich ganz, ganz günstig geschossen. Das ist immer so mein Traum, es ist schon ein Facelift auf jeden Fall. Das ist einer aus 2003 und also quasi ähnlich wie der hier. Der hat ja auch hier schon das Facelift. Individual ausgestattet mit so Teil, das was er jetzt hier in Blau hat, das ist bei dem in Zimt. Ich weiß nicht, ob man da jetzt gleich mal, der ist wahrscheinlich mega eingestaubt. Aber darum geht es nicht. Auf jeden Fall werden wir den jetzt messen. Gucken, was der Bursche hat und dann geht es quasi schon mit den nächsten Kandidaten weiter. Dann sage ich bis gleich und seid gespannt, was bei rauskommt. Da geht es quasi schon los. Haben den jetzt ein bisschen warm laufen lassen, haben schon den Drehzahlabgleich gemacht und können jetzt eigentlich mit der Messung anfangen. Also in der letzten Messung kann ich schon mal verraten, die haben wir jetzt vor einer halben Stunde ungefähr gemacht. Das war ja, weil für das andere Video müssen wir das... jetzt weil wir einmal im Prüfstand sind, fassen wir das zusammen. Verrate ich auf jeden Fall so viel, dass es, ja, ich sag einfach nah an der Serienleistung war. Aber wir gucken mal, was jetzt theoretischerweise eine halbe Stunde später passiert. Könnte ja sein, dass es jetzt auf Ex-Opus mehr wird oder weniger. Aber können wir gleich zeigen. Ich habe die alte Messung gespeichert und wir gucken mal. So, also genau wie auch bei der ersten Messung, messen wir hier natürlich auch den Drehzahlabgleich, haben wir gemacht, im 5. Gang. Weil man misst immer im vorletzten und dadurch, dass es ein 6-Gang ist, passt es. Erstmal 2. anfahren, mit ein bisschen einrollen, dann machen wir einen 3. Und dann können wir direkt in den 5. gehen. Und dann können wir jetzt Vollgas geben. So, dann sitzt er mit ganz aber da. Ja, jetzt habe ich da unten natürlich ein bisschen verkackt mit meinem Gas geben. Hätte ich schon ein bisschen früher reinhauen können. Aber das sollte trotzdem passen. Hier auch wieder, wir können die Leistung erst sehen, wenn die Geschwindigkeit unter 60 km/h gekommen ist. Dann hat er die Schleppleistung ermittelt, die sich hier da unten jetzt gerade noch bewegt. Seht ihr? Bis zum Anfang der Messung. Also quasi jetzt. So, dann sehen wir die Messung. Also theoretisch wie beim ersten Mal. Wir haben jetzt korrigiert 381,8 und hatten vorher 382, irgendwas, glaube ich. Hatten 410 Newtonmeter und jetzt haben wir 404, also da hat sich tatsächlich ein bisschen was geändert, aber wir könnten es theoretischerweise nochmal messen.
Jetzt zeige ich euch erstmal die andere Messung. Das heißt, die dicke Linie ist im Vordergrund, die dünne Linie ist im Hintergrund, logischerweise. Also die dünne Linie ist die Messung, die wir gerade hatten, und die dicke, die wir vorher hatten. Und ihr seht, wir hatten vorher 382,1 mit 410 Newtonmeter, aber die Kurven sind identisch, wie nur da die Drehmomentkurve. Oben links orange, da. Das hat aber jetzt mit meinem Gasgeben zu tun. Deswegen, die Kurve ist ja schon identisch. Aber ich habe da ein bisschen mit Gas gegeben. Aber ansonsten deckeln die sich auf jeden Fall. Ja, sieht auch gut aus. Können wir so lassen. Kann man zufrieden sein. Passt auf jeden Fall. Auto raus. Nächstes ist dran. Bis gleich. Weiter geht's wieder mit dem nächsten Auto. Und zwar haben wir hier ein E91. 318i mit einem N46B20 drin. Hat Valvetronic Probleme gemacht. Hat jetzt eine neue Exzenterwelle und Schlepphebel und ganzen Kram bekommen. Wollte der Kunde jetzt auch mal gemessen haben. Jetzt läuft er ja vernünftig. Und dann wollte er mal schauen oder beziehungsweise mal sehen, ob der denn überhaupt noch seine Leistung hat. Das Auto ist ja auch schon ein bisschen älter. Deswegen ist das jetzt der nächste. Und dann haben wir noch einen N52, müsste da drin sein. Ich meine, es ist ein 325. Und dann haben wir noch einen M54. Der hat Vanos und so neu bekommen, nicht bei uns. Hat auch einen Motor schon mal neu bekommen, auch nicht bei uns. Ist jetzt wegen was anderem hier. Möchte aber auch den Wagen mal gemessen haben, weil er halt gesehen hat, dass wir einen Prüfstand hatten. Und hat gesagt, ja, wenn ich einmal da bin, dann könnt ihr den Wagen doch bestimmt mal messen. Die zwei Autos haben wir dann auf jeden Fall auch noch. Da ist noch einiges, was hier steht, aber das sind noch ein paar Sachen, die müssen... Zwei Autos müssen abgestimmt werden. E91 sehe ich da und einen E90, das ist beides N54. Die sind nur zum Abstimmen da, die haben eigentlich nur... Ladeluftkühler, Downpipe und so ein Kram, also jetzt so Kleinigkeiten neu gekriegt. Ich glaube, der eine müsste Serienlader haben und der eine hat irgendwelche TTE-Lader drin. Das weiß ich, aber dazu gibt es vielleicht nochmal ein gesondertes Video. Ja, so, dann fahre ich mal da rein. Da ist das gute Stück hier. N46 B20N, also quasi schon die neue Generation nach dem E46, aber vom Grundprinzip gleich. 143 PS und 190 Newtonmeter Drehmoment soll er haben im E90 318i. Genau, die gibt es noch als 320 und da haben die 170 PS. Valvetronic neu, war auch schon vorher in mehreren Werkstätten Zündspulen so ein Kram getauscht und keiner hat den Fehler gefunden, lief immer nicht richtig, hat keine Gasannahme gehabt. Das Ende vom Lied war dann Ventildeckel runter und dann haben wir schon gesehen, dass die Schlepphebel verschlissen waren. Und alles repariert, alles supi. Deswegen, Kunde möchte jetzt einmal wissen, was ist Phase. Dann würde ich mal sagen, stellen wir alles ein und dann messen wir den Hobel mal. So, Lüfter ist an. Jetzt machen wir erstmal Drehzahlabgleich. Haben wir hier einen Sechsgang. Das heißt, wir messen das erste Mal im fünften Gang. So. Müssen wir hier abgleichen. Und zwar... So, jetzt meine Drehzahl genau in diesem Gang mit der Rolle synchronisiert. Da steht natürlich alles. So, ein bisschen weniger. So, dann passt das. Dann können wir eigentlich schon weitermachen. Dann können wir das Ding mal messen hier. So, Fahrzeug beschleunigen. Heißt, wir machen jetzt, fahren den zweiten an. Machen dritter Gang. Jetzt fünfter. Ab dem grünen Fenster, ab jetzt Vollgas. Ja, gut. Also 143 PS und 190 Newtonmeter soll er vom Werk aus haben. Er hat 130 PS und 170 Newton. Das heißt, im Großen und Ganzen passt es ja schon so ungefähr, wo die Reise hin soll. Aber die Kurve sieht eigentlich ganz gut aus, aber können wir gleich nochmal drauf eingehen. Wir könnten theoretischerweise nochmal eine Messung im vierten Gang machen. Probieren wir das mal. Vierter Gang. Schauen wir mal, was da rumkommt. Also identisch. 130 PS, 156 Newton. Also das ist alles da, wo die Reise hinführt.
Ja, nach Korrektur. Nach DIN haben wir 126,3. Fehlen 20 PS an Leistung. Drehmoment soll er 190 haben. Wir hatten jetzt um die 160, also fehlen da auch 30 Newtonmeter. Aber das ist halt immer so Faktoren, ne? Also das kann halt Reifendruck, jetzt sind auch Winterreifen drauf, etc. Also das kann halt viel Einwirkung auch darauf haben. Ja, da würde ich sagen, holen wir mal. Oder nee, wir können mal eben kurz die Messung übereinander legen. Eine Sekunde. Wir haben jetzt die dicke Messung, also das, was jetzt hier im Vordergrund ist. Diese dünnen sind immer im Hintergrund. Das ist unsere fünfte Gangmessung. Und die dünne Messung ist die vierte Gangmessung. Also würde ich jetzt mal sagen, sieht das ja. Man kann sehen, wir konnten im vierten Gang, habe ich den auf jeden Fall höher gedreht. Aber nur aus dem Grund, weil die Leistung ja hier noch ein bisschen gestiegen ist. Also beziehungsweise konnte das an der Radleistung ja ganz gut sehen, dass er noch gestiegen ist. Und hier war es ja so, dass er im fünften Gang auf einmal schon abgefallen ist. Deswegen habe ich da natürlich schon Gas weggenommen. Aber was soll man da jetzt weiter Gas geben? Aber Kurvenverlauf ist auf jeden Fall identisch. Drehmomentverlauf auf jeden Fall auch identisch. Zieht halt hier ein bisschen länger, dadurch, dass halt mehr Drehzahl war. Holen wir den nächsten Burschen rein. Also ich bin da auf jeden Fall ganz mit zufrieden und ich denke, das kann man jetzt auch erstmal so im Raum stehen lassen. So, jetzt kommt N52. 325, auch wieder E90. 325 N52. Automatik. Müssen wir eigentlich nur selber schalten. Ist ja eigentlich die gleichen Abmaßungen, also sollte es theoretischerweise passen. Hier natürlich das gleiche Spiel. Wir werden jetzt hier, können wir hier kurz zeigen, müssen hier auf D und dann müssen wir hier manuell schalten. Und das heißt, wir haben jetzt hier einen Sechsgang. Das heißt, wir können das jetzt hier auch einmal im fünften und einmal im vierten messen. Einstellen, festgurten, Drehzahlabgleich machen und dann geht's wieder zur Messung. Drehzahlabgleich, jetzt, ob es jetzt Automatik ist oder nicht, spielt jetzt in dem Sinne erstmal keine Rolle. Wir messen das jetzt in diesen manuellen Schaltvorgängen. Er bleibt ja auch in dem Gang und schaltet theoretischerweise erst dann selber, wenn er in den Drehzahlbegrenzer geht. Aber da ist unsere Messung ja schon zu Ende. Wir haben jetzt hier, wie schon gesagt, 325 mit einem N52, heißt 211 PS, 218, irgend sowas. Und ich meine 250 oder 260 Newtonmeter. Ich weiß es jetzt leider nicht ganz genau. Hier war auch Wasserkühler und so ein ganzer Kram kaputt. Der hat auch Motor schon mal neu bekommen vor einem Jahr. Möchte jetzt auch hier auch an der Stelle nochmal wissen, was hat das Auto jetzt in Leistung. Weil Einfahrphase ist jetzt auch lange vorbei. Der Wagen ist jetzt auch theoretisch aus der Garantie raus. Und da haben wir ihm gesagt, komm, dann können wir. Er ist jetzt auch schon gefahren. Er hat ihn schon gegeben und getreten und wie auch immer. Aber er wollte halt vorher nicht, falls was passiert, aber ich habe ihm gesagt, passiert nichts, aber man kann man ja immer Vorsicht zu genießen. So, also, geben wir hier den ganzen Kram wieder ein und dann legen wir los. So, fünfter Gangmessung, haben jetzt fünfter Gang eingestellt. Das heißt, zweiter anrollen, dritter, vierter, fünfter und Vollgas. Und 203. Fehlt auch ein bisschen was, würde ich sagen. Ah, ich habe gerade schon gesehen, Klimaanlage ist an. Machen wir das Ganze nochmal ohne Klimaanlage. So, und dann schauen wir mal. Haben wir mal direkt den Vergleich, was mit Klima und ohne Klima für ein Unterschied ist. Leistung bleibt auf jeden Fall die gleiche. Streut hier wieder nach unten, das heißt, wir haben jetzt hier wieder, was habe ich denn gesagt, 200, was hat er soll er haben, 200 irgendwas bis 210, ja, auf jeden Fall für 250 Newton, das weiß ich auf jeden Fall so in der Richtung, das heißt, wir haben mit 204, fällt ein bisschen ab, aber wie gesagt, auch wieder Winterreifen und Gegebenheiten etc. pp, aber Kurve sieht doch gut aus. Machen wir das Ganze noch einmal im vierten Gang. Mit Klima aus natürlich und dann schauen wir mal, ob sich da noch mal ein bisschen was verändert. So, und los geht's. Noch nicht ganz.
jeden Fall vollkommen aus. Kann man auf jeden Fall machen mit den Fahrzeugen. Ihr fragt euch natürlich immer, warum ich jetzt hier so oft Vergleiche mache mit Klima, ohne Klima. Also man sagt ja immer, Klimaanlage soll ja wohl ein paar PS immer schlucken. In dem Fall waren es jetzt ja glaube ich irgendwie so 2 PS oder so. Und Viertergang, also man sagt ja immer, die Autos sind gemessen worden vom Werk aus immer im vorletzten Gang. Heißt bei einem 6-Gang im 5., beim 5-Gang im 4. Aber im Großen und Ganzen, wenn der Drehzahlabgleich passt, sollte die Leistung ab dem, sage ich jetzt mal, 4. Gang bis zum 6. oder 7. eigentlich immer identisch werden. Das heißt, der Drehmoment verändert sich gegebenenfalls. Ja, dann das ist es im Endeffekt, warum man einfach mal so ein bisschen Vergleiche macht. Aber man sieht, wo diese Reise so hinführt, ob es tatsächlich so extreme Unterschiede gibt. Aber ich sehe schon an der Messung, das sieht alles ganz okay aus. Von daher passt das und wir schauen jetzt nochmal die Messung jetzt vom 4. an. Ja, obwohl in diesem Fall habe ich mich hier gerade tatsächlich verlesen. Also wir haben jetzt hier im 4. Gang nur noch 166, also um die 160 PS, 176 Newtonmeter. An was kann das jetzt liegen? Das ist jetzt hier die Frage. Die Werksangaben oder die Leistungsmessungen müssen halt immer in den beliebigen vorletzten Gängen gemacht werden. Das heißt, wir könnten jetzt tatsächlich nochmal im letzten Gang messen. Dann sollte die Leistung aber trotzdem identisch mit dem 5. sein. Also so kenne ich es erfahrungsgemäß. Das machen wir jetzt mal. Ah, das ist genau das, so wie ich es mir jetzt gedacht habe. Seht ihr, das ist die Messdauer. Die wäre jetzt viel zu lange. Ich musste jetzt schon theoretischerweise bei ungefähr 5500 Umdrehungen abbrechen, weil die Leistung da schon wieder nach unten ging. Und das bringt ja nichts, den Motor da tot zu quälen. Ja, also 180 PS, aber ich konnte ihn ja nicht ausdrehen. Das heißt, theoretischerweise fehlt was. Die Leistung würde jetzt schon kommen, aber wie gesagt, ich konnte ihn nicht ausdrehen. Sie seht jetzt bei 5500 ungefähr das Ende. Ich kann bis 7000 drehen. Also dieser Drehmoment, der passt. Dann hat er sich jetzt wieder gezogen. Der ist ungefähr immer gleich, aber die Leistung konnte jetzt hier nicht ausgereizt werden. So, hier jetzt ganz klar zu sehen, im Hintergrund ist jetzt die erste Messung, die wir gemacht haben, im 5. Gang. Wir sehen, dass die Leistungskurve genau gleich hoch geht. Wir haben dann auch da diesen Abbruchhaken, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Aber hier auch der Drehmomentverlauf ist natürlich ganz anders. Wir haben jetzt hier im 6. Gang einmal, boah, Drehmoment kommt voller Buckel. Dann geht er wieder hier runter und dann fängt er wieder an hier zu steigen. Das ist wahrscheinlich Valvetronic-Steuerung, weil im 6. Gang einfach mehr Last. Und das haben wir jetzt im 5. Gang nicht. Das heißt, wir haben hier eher kontinuierlich die Ansteigung. Aber ansonsten ist das schon relativ identisch. Aber die Leistung geht im 6. natürlich dann ein bisschen weg. Somit kommen wir natürlich dann auch nur noch auf, sage ich jetzt mal, 186, 180. Werden wir jetzt noch ein bisschen drehen können. Vielleicht wäre da noch 1-2 PS drin gewesen, aber ist das doch eigentlich in Ordnung? Genau, also wir hatten jetzt hier 190, also wir hatten jetzt 10 PS Unterschied bei Schleppleistung 100 PS, dann haben wir 203 Newtonmeter und bei der anderen hatten wir genau ungefähr gleiche Schleppleistung, wir hatten mehr Drehmoment, weil natürlich klar mehr Last, sieht man ja auch an der Kurve, orange oben, und Leistungsfenster ist circa das gleiche. Dann würde ich mal sagen, wieder mal, weiter geht's mit dem nächsten Auto. Damit bin ich jetzt eigentlich auch zufrieden, habe ich jetzt tatsächlich nichts anderes erwartet. Die Motoren, die streuen immer so. Die 30er, die sind echt viel, viel aggressiver, nenne ich es jetzt einfach mal. Die haben schon ihre, die gibt es ja 250, 200, mit 270 PS oder gibt es auch mit 250 PS, glaube ich. Aber auf jeden Fall haben die ihre Leistung. Das ist auf jeden Fall schon ein enormer Unterschied. Und was noch ein Unterschied ist, ist ganz einfach, der 323 oder 523 gibt es ja auch mit dem N52B25. Da merkt man auf jeden Fall auch, die Leistung ist aber da auch in die Richtung, wo sie hin soll. Also 170 PS, glaube ich, haben die Dinger. Oder 190. Ich habe die ganzen, es gibt ja so viele verschiedene Motoren mittlerweile und ich habe die nicht mal alle im Kopf. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass die Leistung da definitiv auch dahin geht, wo sie hin soll. Dann kommen wir mal zu den E46. Da müsste, ich glaube, ein 306 S3, also ein M54B30 drin sein. Ich hole ihn mal rein. 325 Automatik.
machen wir das gleiche wieder hier. Zack, zack, zack. Abgleich, Feuer frei. Das ist ein 5-Gang-Automatik. Das gute alte GM-Getriebe noch drin. Machen wir im 4. Gang. Schauen wir mal, was der Bursche hier hinzaubert. Der Drehzahlbegrenzer hier. Ha! Was ist das denn? Da muss ich aber noch mal am Fahrzeugschein genau gucken. Also laut leistungsmäßig könnte es ja auf jeden Fall ein 330 sein, weil um die 200 PS, 230 Newtonmeter wäre dafür etwas wenig. Wir müssen es noch mal machen, weil Papa Toni wieder nicht gesehen hat, dass Klimaanlage. Feuer frei, immer dabei. Vernünftige Messung bis Drehzahlbegrenzer 217 PS, nachdem korrigiert 211 und 240 Newtonmeter Drehmoment. Das sieht mir hier tatsächlich ja fast aus, lüfter aus, wie in den 330 mit Automatik, weil die streuen einfach immer nach unten. Aber ich könnte ja auch mal den Motor aufmachen und nach Motorkennbuchstaben gucken. Samstag, ist da normal. 170 kW, 330 Ci, da steht's doch. Aber dafür würde ich sagen, das ist doch, guckt euch das an, das ist doch eine Traumkurve. Guckt euch diese Leistungskurve an, wie schön die nach oben geht. Kein Zitteln, kein Zappeln, kein gar nichts. Schön bei 6300 würde ich jetzt mal sagen. Schön in den Drehzahlbegrenzer reingehämmert und das sieht traumhaft aus. Schleppleistung passt, Radleistung passt, Motorleistung passt, Drehmoment passt jetzt nicht so ganz. Aber wie gesagt, das kann auch immer viel mit unserer rotierenden Masse hier haben. Wir haben hier 60 Kilo und haben jetzt hier, was sind hier für Felgen drauf? 17er Felgen. Das hat halt immer auch ein bisschen was mit zu tun. Es gibt auch so eine Tabelle, wie viel rotierende Masse für die Reifengrößen jeweils sind. Also 17 Zoll, 16 Zoll mit den Reifen drauf, müsste man theoretischerweise rotierende Masse immer eingeben. Wir wählen jetzt hier immer Standardmasse, deswegen kann das abwägen. Das können jetzt auch 63 Kilo sein, können auch 54 Kilo sein. Deswegen, da setzt sich natürlich dann auch der Drehmoment zusammen. Das ist das, was ja ausschlaggebend ist, das ist das, was uns interessiert. Und das sieht auf jeden Fall traumhaft aus. Dann würde ich mal sagen, sind wir erstmal mit den drei Autos jetzt am Samstag soweit fertig. Kriegen jetzt noch so ein paar kleine Kleinigkeiten gemacht, beziehungsweise der eine hat ja einen neuen Kühler bekommen. Der ist jetzt eigentlich schon fertig. Der 318, der hat die Wavetronic bekommen, das ist auch fertig, da wird es auch abgeholt. Bei den Kandidaten, der hat anscheinend irgendein Stromproblem, da geht immer die Batterie leer. Hat auch einen Motor bekommen, irgendwann mal anscheinend, also nicht von uns, aber er hat irgendwo mal einen Motor bekommen. Hat ihm irgendwas erzählt, aber das ist schon ein paar Jahre her auf jeden Fall. Ach genau, ja, leistungsmäßig kann natürlich beim M54 auch immer viel mit Vanus zu tun haben. Weiß man immer jetzt nicht, ist die neu, ist das eine gebrauchte, wie alt die ist, wie viele Kilometer hat die gelaufen. Könnte schon alles so mit zusammen, aber ich, wie gesagt, ich bin mit dem heute auf jeden Fall am meisten zufrieden. Ja, theoretischweise mit dem 318 auch. Der, wo ich ein bisschen enttäuscht hat, war der 325. Aber ich glaube, da müssen wir mal gesondert nochmal gucken. Wenn wir nochmal so ein Ding haben, N52 oder sowas, dass wir den auch nochmal messen. Weil ich meine tatsächlich, dass die immer so ein bisschen nach unten streuen, obwohl BMW das Ding ja eigentlich so gebaut hat und auch mit dieser Wavetronic-Steuerung, dass das Ding ja im Gegensatz zu dem Vorgänger M54 ja mehr Leistung hat. Leistungstechnisch wir natürlich ganz, in ganz anderen Regionen fahren. Also
Wir sollten da theoretisch ein viel, viel schöneres Leistungsbild haben, was mich jetzt bei den 325 so ein bisschen erschrocken hat. Aber gut. So, also, Prüfstandsvideo ist dann jetzt zu Ende. Ja, schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare mal rein, was es für, was ihr für Vorschläge habt, Änderungsvorschläge, was auch diese Prüfstandsgeschichte angeht. Wir sind auf jeden Fall immer für was Neues bereit. Wenn ihr Lust auf einen Prüfstand habt, 100 Euro die Messung, egal ob Front-, Heck- oder Allradantrieb, einfach E-Mail schreiben, Terminvorschläge unterbreiten. Und dann können wir, wie gesagt, das wollten wir so ein bisschen ändern, vielleicht so ein Zusammentreffen, dass wir das freitags machen, so ein paar Kunden zusammen. Und dann kann Alex das alles, was sie machen, das bleibt dann so in seiner Hand. Bis dahin sind wir erstmal soweit fertig. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Glocke nicht vergessen, Daumen natürlich nach oben und alles andere. Freut euch auf die nächsten Videos. Ich bin weg. Peace, bis zum nächsten Mal.